Augen. Meine armen Augen. Ja, ihr armen Augen, wenn die manchmal leiden, dann leiden sie richtig. Das ist Puppenspieler. Wir brauchen das hier. Was haben wir denn da? Bücherregal. Gibt's hier kein Wohnzimmer, kein Schlafzimmerschrank? So ein Kleiderschrank? Muss ich die hier nehmen? Da können wir das Moderne rein. Und bei das Moderne hat sich der Mann durchgesetzt. Bäm. Der Mann hat gesagt, weißt du, wenn du mir hier schon sowas alles rinstellst, dann möchte ich wenigstens einen anständigen. Ist das immer so ein Kleiderschrank? Neon. Kommode, ja. Nein, rotes Licht. Nee, rotes Licht kommt hier nicht rein. Muss zum Rollkunstlaufen. Tschüss. Dann viel Erfolg dabei und bitte nicht die Beine verknoten. Papa, du gehörst in die Arbeit. Ja, oh Gott. Dann mach am besten noch was Pinkes oder Rosa Licht rein. Nee, nee. Das Licht bleibt ganz normal. Das ist ein sogenannter normaler Standard-Photon-Emitter. Den nehmen wir so, wie er ist. Das passt aber nicht rein. Das ist zu modern. Das passt nicht rein. Dann nehmen wir eher sowas. Marke, einfaches Möbelhaus. Nehmen wir denn da? Lila geht gar nicht. Was Helles, was Freundliches. Ja, nehmen wir den hier. Der passt. Edgar, der Zweite, du gehörst in die Schule. Okay. Dir ist schon bewusst, dass der Vater da aussieht. Das kann passieren, das kann passieren. Tschüss, Sophia. Okay. Exos, mach rotes Licht rein. Dann kannst du Geld verlangen. Lucifer, ich habe immer noch keinen Donate-Button. Ich habe immer noch keinen Donate-Button. Nein, nein. So, Tapete. Tapete, 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 Tapete. Da müssen wir einmal hier reingehen. Was ist denn bitte? Oh Gott, das ist sogar für mich zu hart. Diese Tapete kann ich nicht anbringen. Tapete vom Glockenturm. Geister, Geister, Geister. Da ist mal Dinosaurier oben, das passt nicht. Gibt's keine geschmackvolle Tapete in Sims 4? Sowas würde gehen. Das würde gehen. Aber der Schrank passt jetzt nicht zum Rest, ich weiß. Der ist zu modern, wa? Der ist einfach zu modern. Zu modern. Ja, der ist eindeutig zu modern. Der würde passen wieder. Der ist nicht zu modern. Das Interessante ist, da haben wir wieder das gleiche Deckenmuster. Guckt euch mal die Deckenmuster hier oben drauf an. Und dann gehen wir mal ins Wohnzimmer und dann schaut mal. Das nennt man konsistent. Gut, Schlafzimmerpflanze. Irgendwas Lustiges noch. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich muss mal schauen. Wie sieht es denn noch mit einem Hochschrank aus? Hier sowas. Was haben wir denn da für Möglichkeiten? Bücherregal der Symmetrie. Er verschwindet leicht in der Wand. Das gefällt mir nicht. So, in der Art. Aber müssen wir mal schauen. Vielleicht haben wir noch einen anderen. Boah, ich mache jetzt erstmal einen Kaffee. Mach mir bitte mal einen mit, Ufo. Ich hätte gerne auch einen Kaffee. Wobei, den können wir eher hier machen. Mal sehen, was haben wir denn noch? Bring mir bitte ein Mitdanke. Jetzt haben sie alle Kaffeedos. Jetzt haben sie. Und wer ist schuld? Der UFO ist schuld, ja? Der UFO hat was von Kaffee geschrieben und jetzt haben alle Kaffeedurst. Ja? Alle haben sie jetzt Kaffeedurst. Ich denke, wir nehmen wirklich den hier, aber eine andere Farbe. So leicht sandig. Genau. Das heißt. Mal her, danke. Das heißt, den nehmen wir mal hier rein, aber.
nicht zu nah da rein. Das heißt, der kommt so rein, der kommt hier rein. Okay. Da habe ich aber blöde Probleme, um da halt eine Dings reinzubringen. Eine Pflanze. Ich will lieber eine Pflanze. Der Pflanze habe ich lieber den Vorzug. Das heißt, wir gehen auf Deko, wir gehen auf Pflanze. Ufo, geh in die Ecke, schäm dich. Muss erst in einer Stunde los, okay? Bin ein Kaffee-Junkie. Ich habe gestern Abend 1,5 Liter Kaffee getrunken. 1,5 Liter? Die ist zu klein. Zu klein. Hausgummi? Ja, Hausgummi geht immer. Da haben wir sozusagen den Hausgummi. Den Topf aber etwas dunkler, leicht sandig farbend, passt besser. Teppich brauchen wir mal. Teppich. In den Schlafzimmern bin ich gerne für Teppich. Aus einem einfachen Grunde, wenn man morgens aufsteht, hat man keine kalten Füße. Und zweitens, es dämpft die Lautstärke. Also im Schlafzimmer möchte man gerne schlafen. Das bedeutet, da möchte man das schön ruhig haben. Das heißt, wir müssen einmal hier reingehen, gehen hier einmal rein, dann gehen wir mal auf Teppiche. Hier sind wir auf Teppiche. Blütenparadies, das können wir theoretischerweise nehmen. Dann nehmen wir ein helles. Bäm. So ein schönes helles, das geht eigentlich. Das ist schon okay, das kann man so nehmen. Dann brauchen wir ein bisschen Deko natürlich. Wir brauchen natürlich auch hier Deko-Elemente. Das heißt, wir gehen mal in die Deko rein. Ich muss mal gucken, ob wir vielleicht sowas wie einen Wecker finden. Was ist denn hier drinne? Ich mag keinen Kaffee, ich trinke eher Saft, bin ja auch Fußballer U17, okay. Darf man als Fußballer keinen Kaffee trinken? Ach, du schläfst da. Keine Ahnung, darf man als Fußballer keinen Kaffee trinken? Ist das verpönt als Fußballer? Bei mir ist das ganz schlimm. Bei mir war es früher ganz schlimm. Richtig schlimm. Ich habe damals locker 4 bis 5 Liter Kaffee am Tag getrunken. Das waren die richtig schlimmen Zeiten. 4 bis 5 Liter Kaffee. Oh Gott. Ja, begrenzt. Ah, okay. Suche gerade was Schönes, was man als Deko meinen kann. Wie lange möchtest du heute streamen? Open End. Bis ich keine Lust habe. Heute streame ich definitiv lange. Damenparfum. Schminke? Kriegen wir die hier noch rauf? Nagellack? 4 bis 5 Liter, krass. Pro Monat 1 bis 2 Liter. Wo ist mein Kaffee? Ja, Ufo, wo ist der Kaffee? Du hast was von Kaffee gesagt. Die Leute haben alle Kaffeedurst. Schickes Parfümset. Haben wir hier nicht sowas wie einen Wecker? Anscheinend nicht. Was können wir dem Mann da aufstellen auf der Seite? Irgendwas Cooles. Ich will was Cooles. Ja, sowas hier. Klischeehaft. Mensch. Kein Sound. Wie kein Sound? 3 Liter am Tag. Leute, ihr verwirrt mich immer. Gib Wecker im Suchfeld. Suchfeld, stimmt. Nee, Suchfeld ist hier. Wartet mal, da müssen wir auf alle Objekte gehen, alle Anzeigen. Wecker. Nö.
Könnt ihr euch nicht euren Kaffee nicht selbst machen oder braucht ihr einen Butler? Also so ein Kaffee-Butler, das wäre nicht schlecht. Dann kann er mir noch eine Zeitung bringen, aber die sollte gebügelt sein. Und zum Kaffee hätte ich gerne ein Croissant. Genau. Der Edgar hört nichts. Wie sieht's denn mit dem Rest aus? Hört der Rest? Eigentlich müsste der Rest hören. Also bei mir gehen die Signale raus. Also ich hör's. Sagen wir es so. Das ist ein einziges Suchmittel. Also passt. Vielleicht den Stream reloaden. Bitte keine kaffeefeindlichen Äußerungen. Genau, keine kaffeefreundlichen Äußerungen hier. Wo enden wir denn dann, wenn es hier kaffeefreundlich... Bist du Franzose? Nein. Aber ich esse trotzdem gerne Kaffee. Ich esse trotzdem gerne Croissants, Mann. Ich höre alles. Bist gut zu hören? Ich höre nicht. Ich tippe ihm mal. Eventuell F5 und Reloads. Oder Kopfhörer? Keine Ahnung. Cross? Was ist Cross? Achso, Hashtag Cross. Hashtag für Croissants. Hashtag Cross. Hast du den Ton aus? Kann auch sein. Hm? Vielleicht hat er seinen Browser gemutet. Oder irgendwas passiert. Man weiß es nicht. Bin Handy. Achso, mit dem Handy. Nur noch 40 Minuten, dann muss ich weg. Oh. Nur noch 40 Minuten. Wieso ist denn hier der Spiegel? Der Spiegel soll doch eigentlich auf Platz sein. So, da gehört der Spiegel hin. Gut, ich möchte gerne noch einen Mini-Teppich haben, so kleine Läufer. Deko, 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 Teppich, Teppich, Teppich. Kleine Läufer. Noch immer nix. Schmeiß weg. Oh Gott. Nein, Leute, lass die nicht in sein Handy wegschmeißen. Die Dinger sind teuer. Kosten Kohle ohne Ende. Obwohl sie es gar nicht wert sind. Das ist ja der Witz dabei. Wir kaufen alle die ganzen Geräte. Das ist zu hell. Wir kaufen alle diese Geräte. Die sind aber eigentlich gar nicht das wert, was wir bezahlen. Das ist der Witz an der Geschichte. Genau. Ja. Oder ein Spiegel. Ja, der Spiegel müsste aber an der Decke, wa? Oder ein Regal an die Wand. Ein Regal wäre eine Idee, das würde ich an der hier machen. Oder auf der anderen Seite, ich weiß noch nicht. Regal, Regal an der Wand. Wer ist der Schönste hier im Land? Das wäre dann wieder Oberflächen, wenn ich mich nicht irre. Regale. Könnt ihr hier gerne mal Dalli Dalli ausprobieren? Kennt ihr Dalli Dalli? Kennt das jemand noch? Dalli Dalli? Hm? Dalli Dalli. Dalli Dalli. Mit Hans Rosenthal. Stimmt, ich wollte ja was ausprobieren. Warte mal. Wir machen den mal ein bisschen niedriger, den Dalli hier. Ah, ich glaube, der geht nicht. Ich wollte mal ausprobieren, ob man das so erweitern kann, eben wenn jemand die so überlappend macht. Versteht ihr, was ich meine? Ich gehe nochmal weiter runter. Probieren wir mal aus. Geht das, wie ich das mir mal vorgestellt habe? Nö. Ist leider zu nah. Das macht er leider so nicht. So, dann machen wir das ungefähr hier hin. Ja, Hans Rosenthal. Ja, kenne ich doch mit Hans Rosenthal, ja. Dafür bin ich zu jung, um das zu kennen. Biene, da gibt es einen ganz guten Tipp. YouTube, einfach mal Hans Rosenthal oder Dalli Dalli eingeben. Da kennt sich wer aus, @UFO. Ja. Hans Rosenthal. Mann, Mann, Mann. Exo, wo Frauen sind, müssen immer Spiegel sein. Ja, ich würde mal sagen, den Spiegel machen wir dann hier übers Schränkchen. Hm? Den können wir übers Schränkchen machen. Was ist denn da? Deko wieder? Spiegel? Ja. Was nehmen wir denn dann für einen Spiegel? So ein schöner Wandspiegel.
vakuumverschlossener Spiegel. Yeah. Ne, der sieht zu. So ein runder. Ja, den kann man nehmen. Ich meine die Spiegel bei UFO. Ja, UFO ist auch schon ein bisschen älter, ne? Der darf das. Übrigens, kann dieser hören. Was kann hören? Ach so, wieder. Nee, ach, du kannst wieder. Oh, du kannst wieder. Das ging jetzt aber schnell. Erstaunlich. Mann, so, okay, gut. Gucken wir mal. Da können wir nochmal sowas reinstellen. Jetzt können wir hier nochmal so Zeug reinstellen. Müssen wir mal schauen, was kriegen wir denn hier? Schönes Körperpflege, Produkte für Männer. Das geht nicht rein. Warum geht das nicht rein? Das eine hat drin gepasst und das andere nicht. Willst du mich hier fahren? Passt da nur eine Sache rein? Komm, bitte. Nee, der passt gar nicht da rein. Der passt da nicht rein. So, jetzt Kaffee für alle hinstellen und Prost. Ja, danke für den Kaffee. Ey, geil. Wir haben Kaffee. Eine CD-Sammlung. Ja, CD-Stapel. Keine Ahnung, warum die das im Bett, im Schlafzimmer haben, aber... Geleerter Stapel. Na, der passt alleine rein. Bleistifthalter. Einfach mal so ein bisschen Krimskram. Floristentraum. Nee, passt nicht. Mega Auswahl an Bücher. Der würde passen. Was haben wir da vor oben noch? So ein kleines Bild. Von einem Apfel. Gut, das haben wir. Das ist eigentlich schon ganz nice. So. Wir müssen den Hausflur noch machen. Hier, wir müssen noch den Hausflur machen, liebe Leute. Das heißt, wir gehen auf Beleuchtung. Beleuchtung. Im Hausflur, da bin ich am Überlegen. Machen wir Deckenlampen rein oder machen wir Wandlampen rein? Ich bin mehr für Wandlampen. Und da bin ich auch dafür, dass wir sowas reinziehen. Die macht aber nicht wirklich viel Licht. Die ist sehr duster. Wie sieht's denn mit denen aus? Er sieht auch sehr duster. Er ist nicht so schön. Eine Wandlampe. Okay, also doch Wandlampe. Nee, die sieht auch nicht schön aus. Wie sieht's denn aus? Nuten und Bolzen. Nee. Deckenfluter? Ist nicht, das ist nicht. Das sind die Lichtstreifen. Das geht auch nicht. Halt, warte mal. Ja, die bringt ein bisschen mehr Licht rein, ne? So, dann müssen wir... Ah, jetzt ist doch ein bisschen ausgeleuchtet. Das heißt, machen wir noch eine hier hin. Und eine da vorne hin. Halt, die ist zu tief. Oder wir setzen die ganz hoch. Warte mal, wir setzen die ganz hoch. Genau. So. Und, so. Hi, Kanulis und herzlich willkommen hier im Stream. Mensch, ja. Gut. Hausflur, da müssen wir mal gucken. Da können wir so Kommoden noch hinstellen oder Schränke. Da weiß ich aber noch nicht genau wie. Und vor allen Dingen müssen wir einen Boden haben. Der Boden darf da ganz einfach sein. Das ist wieder Linoleum. Boden. Da. Boden. Komm mal her. Danke. Linoleum. Da haben wir es. Linoleum. Linemem. Abgenutzter Linoleumboden. Junge Familie, wie gesagt, die hat noch nicht so viel Kohle. Ja, der abgenutzte... Nee, Teppich im Hausflur. Hallo, man kommt da dauernd drin und geht dauernd raus.
Da kommt der ganze Dreck drin. Nee, da kommt Linoleum hin. Das Wohnzimmer finde ich hübsch. Das gefällt dir? Ja? Ist recht einfach gehalten. Schlicht, einfach. Nichts Überkandideltes. Junge Familie, wie gesagt. Zwei Elternpaare und ein Kind. Das ist ja, wie gesagt, das Ziel gerade hier. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die Wand. Wollen wir mal gucken. Die Wand. Bäh. Ich würde Laminat reinlegen. Hält länger und ist leicht zu pflegen. Ja, aber Laminat, das hat ja nicht gerade eine junge Familie. Ne? Laminat, das kostet ja ein bisschen Kohle. Laminat oder Fliesen? Fliesen wäre eine... Naja, Fliesen habe ich schon auf Bad, wie gesagt. Oh, das ist so 70er Jahre. Kennt ihr noch 70er Jahre? Es müsste aber mehr dieses alte Orange sein. Exos, wie heißt dein Kanal? Ist unten in der Beschreibung. Wenn du scrollst, unter dem Videofenster, da ist das der Kanal. Der heißt einfach Exos Zockt, aber getrennt geschrieben. Also Exos, Freizeichen, Zockt. Hat Laminat und ist nicht der Reiste. Okay, dann nehmen wir günstiges Laminat. Oder wir nehmen Fake-Fliesen aus Linoleum. Boah, die sehen fies aus, wa? Laminat. Holz, Teppich, Stein, Metall. Draußen, Mauerwerk. Guck doch mal kurz rein. Okay, Holz. Sowas hier? Exosort Edgar, genau, ja. UFO hat's geschrieben, der kennt den Kanal. Oh, Bursch, erinnert mich an die Tapete meiner Kinderzimmer. Ja, da werden Albträume wach. Was ich auch nett finde, das ist so Kork. So ein Korkbereich. Hier steht zwar Häckselholz, aber man könnte ja so sagen, das ist so Kork. Kork finde ich auch nice. So versiegeltes Kork, aber es wäre wieder teuer, wa? Kork. Ist auch nicht schlecht. Warte mal, hier ist ein helles Laminat. Ja, das helle Laminat. Das sieht auch nett aus. Helles Laminat oder Kork? Da ist aber immer noch das Problem der Tapete, beziehungsweise Farbe. Wir könnten auch Farbe aufbringen. Nein. Ja, das würde gehen. Kann ja sein, dass der Vermieter das Laminat gemacht hat. Ah, könnte scheinen, wäre möglich. Du bist wieder in Diamond Reichrausch. Reichrausch? Okay. Reichrausch. Ja, das ist jetzt ganz einfaches Laminat jetzt hier. Ah, ja. Jo, das geht, das Helle. Okay, nehmen wir das Helle. Das Helle. So, dann brauche ich hier nochmal so eine Art Schuhschrank oder sowas. Man kennt es ja, einen Schirmständer oder irgendwie sowas. Was man halt immer im Flur so hat. Fliesen an der Flurwand. Ja, es könnte auch einfach nur so eine Klebbordüre. Okay. Klebbordüre sein, ne? Gibt da solche Tapetenbordüren. Reich Raninski. Was ist der Reich Raninski? Oh wei! Der Reich Raninski. Fliesen im Flur geht gar nicht. Okay, die sagen euch überhaupt nichts zu. Dann gucke ich mal, ob ich noch was anderes finde. Wir können auch sowas nehmen. So. Besser? Glaube ja, aber. Das sieht wirklich besser aus. Es ist nochmal dunkler. Nee, dunkler ist nicht. Wir lassen es heller, oder?
Aber es sieht wärmer aus. Es sieht wärmer aus. Mach den Flur größer. Guck mal, nein. Ich möchte hier noch ein paar Pflanzen rummachen. Dieser Exos. Ja, besser, besser, besser. Okay, besser, 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 besser. Ne, ist das schon besser? Besser mit Sternchen? Ach so, weil du korrigiert hast. Du musst nicht korrigieren. Ich interpoliere das im Kopf. Ich interpoliere das. Vielleicht etwas heller. Nee, also so finde ich es eigentlich schön warm und angenehm. Und es ist ja nicht so, dass man die ganze Zeit im Hausflur ist, oder? Wie ist das bei euch? Seid ihr die ganze Zeit im Hausflur? Hm? Glaube nicht. Nee. Im Hausflur ist man nicht die ganze Zeit. Nein. Heken. Nö. Obwohl, da könnte man hier als Schuhschrank nehmen. Gruftmodulartheke. Da ist zu dunkel, das geht gar nicht. Gibt es hier noch was Angenehmeres? Nö, das ist wirklich die angenehmste. Sieht nice aus. Wie groß ist denn die? Mande. Hoppala. Weites. Boah, ich sollte die natürlich drehen. So, dann machen wir die in der Mitte von beiden Türen. Ja, dann schreibe ich nicht nur normal. Was geht ab? Axo. Ja, mir geht's gut. Ich wohne im Flur. Ja, Ufo, ich hoffe aber, dass du kein Pferd bist, wenn du auf dem Flur lebst. Österreich. Ja, Österreich. Da war ich einmal gewesen, so für eine Woche. Schönes Örtchen gewesen, aber schon verdammt lange her. So, gibt es hier sowas wie einen Schirmständer? Was haben wir denn hier? Ein Butler? Nee, da sind wir wieder auf der Reich-Schraninski-Linie. Das geht gar nicht. Alles anzeigen. Tische, nicht gut. Haben wir hier sowas wie einen Schlüsselanhänger? Oder es gab doch mal dieses Klamottenteil, was man an der Wand macht. Verschiedenes. Ich glaube, das war unter Deko. Deko. Deko für die Wand. Und irgendwo gab es diese Kleiderklamottengeschichte. Hier, sowas. Reihe von Kleiderhaken. Genau, sowas habe ich gesucht. Gibt's da mit verschiedenen Behängen? Das ist immer mit Hut und Dings. Der Hut, der steht ihr gut. Was haben wir denn hier noch? Einmal die Frauenversion, einmal die Herrenversion, oder was? Hä? Bist du Österreicher? Ja! Spiegel im Hausflur. Ich mache ja immer eine Menge... Oh. Hier wird das ganze Zeug gelagert. Ist ein bisschen viel, wa? Warte mal, die Taille ist zu eng. Das ist Mutter. Das ist unrealistisch. So. Wo ist mir sympathischer? Definitiv sympathischer. So, was haben wir noch? Ich gucke mal. Da ist alles ein bisschen seltsam. Verschiedenes. Österreich ist doch schön, ja. Ist eine Großfamilie. Stimmt, das ist ein bisschen viel. Wir nehmen mal einen noch weg. Warte mal. Wir nehmen den hier weg. Und dann machen wir es so. Sind ja eh nur drei Personen. Stimmt, das wäre ein bisschen sonst zu viel. Warte mal, wir machen das mal ein bisschen näher so ran. Mehr in die Mitte des Raumes. Warte, die Mitte des Raumes ist hier, weil da die Lampe ist. So. Ich will aber noch was gerne haben. Im Hausflur steht auch zum Beispiel ganz, ganz vielen Familien ein Wäsche-Dingsbums, also Wäschekorb. Der geht aber ein bisschen näher an der Wand, denke ich noch, ne? So. Was haben wir denn noch Schönes? Niet. Gab es nicht mal so einen Schirmständer? Oder täusche ich mich da? Oder war das Sims 3? Warte mal, es muss doch Schirmständer gewesen sein. Warte mal. Deko. Wir gehen mal auf alle Objekte.
alle eingeben. Danke. Schirm.